Hi Leute, das ist Anu hier und willkommen zu einem neuen Bildvideo zu Division 2. Und zwar habe ich für euch hier zwei Varianten. Auf die eine gehen wir ein bisschen mehr ein und die andere zeige ich euch auch noch in Bezug auf die Gegenfeuer. Die Gegenfeuer ist eine sehr, sehr coole MP, die aber sehr speziell, es muss sehr speziell gebaut werden, um ihr volles Potenzial zu entfachen, sage ich mal. Und die Waffe hat ein schönes Upgrade bekommen in der aktuellen Season. Lässt sich dadurch noch deutlich besser spielen und besonders, wie gesagt, auch Gameplay wieder erst ohne Modifier in der Erklärung, aber dann auch ein bisschen mit, weil ohne Modifier schon stark, mit natürlich nochmal gute Ecke stärker und das Ganze mit 100% Gefahrenschutz, stellenweise in der anderen Variante sogar noch Schutz vor Elite mit drin und trotzdem bei sehr geilem Damage, macht richtig Bock das Teil. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Bild. Die Gegenfeuer war immer so eine geile SMG, die richtig gut aussieht und die ja aber nicht so oft gespielt wird, weil mit ihr kommt ein ganz großes Manko, was man in den Griff bekommen sollte. Beziehungsweise ich bin einer, der, was die Gegenfeuer angeht, die hat ja einen Effekt, dass sie eine Blutung auslöst, ne? Also Bezahlung in Naturalien, wenn Gegnern Schaden zugefügt wird, wird ein Stapel mit plus 2 Schaden durch kritische Treffer bis zu einem Maximum von 100 Stapel hinzugefügt, also 200% kritischer Treffer Schaden. Die Stapel halten 10 Sekunden. Beim Nachladen wird 10 Sekunden lang blutende Wunde hinzugefügt, die 0,5% Rüstungsschaden pro Stapel verursacht. Das kann schnell mal richtig in die Hose gehen, was aber nicht ganz so schlimm wäre. Das könnte man immer noch kontern. Problem ist, wenn man eine Blutung hat, ihr kennt es, wenn ihr irgendwo eine Blutung bekommt, wenn ihr in der Open World rumläuft, dass dann das Bild so verschwimmt und dass sich alles so, alles bescheuert anfühlt. Und ich hatte schon mal eine Variante gebastelt,
habe sie optimiert jetzt und und gebe euch zwei Varianten, die ihr mal gerne ausprobieren könnt. Und zwar, wir fangen an, die eine mit der Feuerwandspezialisierung. Einzig und allein, die ist ein bisschen offensiver als die andere. Einzig und allein wegen dem Stürmerschild. Das Stürmerschild bekommt ihr nur, wenn ihr die Feuerwandspezialisierung auswählt. Ja, also quasi hier. Und dann habt ihr hier das Stürmerschild. Das ist ähnlich wie das Kreuzfahrerschild, nur macht es einen Kegel nach vorne und alle, die in diesem Kegel drinstehen, bekommen nochmal extra mehr Damage. Und Leute, die hinter euch stehen, ihr habt auch so einen Kegel nach hinten. Leute, die hinter euch stehen, machen auch nochmal mehr Damage. Ist ein sehr, sehr geiles Schild, sehr, sehr offensiv zu spielen. Und coole Variante, passt natürlich hier super rein. Gerade bei der SMG, wenn wir eh vorne am Gegner sind. So, ich zeige euch mal kurz beide Varianten. Gehen wir auf die erste Variante ein, die ein bisschen offensiver ist. Was habe ich hier mit? Ich habe eine Pumpe einfach hinzugeholt. Hier könnt ihr aber nehmen, was ihr wollt. Natürlich die Gegenfeuer, da ist das Bild drauf aufgebaut. Und ansonsten müssen wir halt schauen, wenn wir keine Lust auf die Blutung haben. Dann kombinieren wir das entweder mit Mods. Zeig euch mal, ich musste hier jetzt keine Mods mehr reinmachen, aber das zeige ich euch gleich, warum. Mit kurzer Verteidigung und dann habt ihr hier einen Mod zum Beispiel, der extra Widerstand gegen blutende Wunden macht. Davon solltet ihr eventuell auch ein paar haben. Das könnt ihr schauen, wenn ihr mit den Werten nicht so ganz parat kommt. Ihr braucht halt mal mindestens 95-96%, dann seid ihr immun gegen diese Blutung. Ihr braucht nicht die ganzen 100%, aber ist natürlich nice to have, ne? Und wenn wir das Ganze über Gefahrenschutz bekommen können, dann interessieren euch die anderen Statuseffekte auch nicht. Besonders geil, wenn man mit Modifiern spielt, bekommt man auch den Schock und den Brand vom Gegner-Modifier hier von anpassungsfähig. Die interessieren euch auch nicht. Könnt ihr den so komplett negieren. Ist eine sehr, sehr coole Sache. So, wie ist das Bild aufgebaut? Ich habe alle beide Varianten mit dem Ninja-Bike-Rucksack. Der Ninja-Bike-Rucksack ist mit einer der coolsten Rucksäcke. Finde ich, bin ein absoluter Fan davon, weil er sehr viele Hybrid-Builds ermöglicht. Und zwar macht er Folgendes. Wenn ihr ein Teil tragt, ne, nehmen wir zum Beispiel hier das Hardbreaker-Teil. Wenn ihr zwei Teile davon tragen würdet, würdet ihr 15% Sturmgewehrschaden und 15% LMG-Schaden bekommen. Der Ninja Bike Rucksack macht es, wenn wir einen Teil tragen, dass wir den zweiten Bonus quasi umsonst dazu bekommen. Und da gehen wir jetzt auf die anderen Teile ein. Ich habe hier ein Teil Jalgir. Es ist so, ich habe der unsichtbare Mann die benannte Jalgir-Maske an. Wenn ihr die nicht habt, nehmt ihr eine andere Jalgir-Maske oder nimmt ein anderes Jalgir-Teil auf einem anderen Slot. Das ist nicht tragisch. Aber das hier ist tatsächlich eine sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Maske, weil ne, Jalgir gibt uns mit einem Teil 10% Gefahrenschutz und nochmal 10% Waffenschaden. Die nehmen wir natürlich super gerne mit. Und die Maske hat das Attribut 14% Lebensenergieschaden. Das heißt, es ist sehr, sehr geil, dass ihr macht nochmal deutlich mehr multiplikativen Schaden gegen gegnerische Fertigkeiten, bei den Black Tusk auch gegen die Hunde oder gegen die Tanks und gegen Gegner, die keine Rüstung mehr haben. Nehmen wir natürlich mit. Draufgerollt habe ich hier auch Gefahrenschutz nochmal zusätzlich und Mod seht ihr hier. Dann gehen wir auf die Brust und hier habe ich eine Sokolov nochmal, um ein bisschen mehr MP-Schaden und Schaden durch kritische Treffer mitzunehmen. Ne, wie gesagt, wir bekommen durch den Ninja-Bike-Rucksack den Zweiteile-Bonus. Den Rest habe ich hier und Talent habe ich vernichtend gewählt. Da kriegen wir nochmal 20% Waffenschaden on top. Die Handschuhe habe ich Walker und Harris Handschuhe. Da haben wir 5% Waffenschaden und nochmal 5% Rüstungsschaden on top. Ein Cheska-Teil. Allein, ich meine, die Crit-Chance bräuchte man nicht unbedingt, wenn wir mit dem Modifier Rache spielen. Aber wie gesagt, 8% nice to have, mitnehmen ist auf jeden Fall super. Um was es uns hier primär geht, sind die 20% Gefahrenschutz, die wir für zwei Teile Cheska bekommen. Nochmal extra Gefahrenschutz drauf gewürfelt auf die Knieschoner. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem Teil Kavalier. Das Kavalier-Set hat mit zwei Teilen satte 30% Gefahrenschutz, was natürlich mega nice ist. Ne? Das andere interessiert eigentlich nicht. Ich habe hier noch extra Gefahrenschutz draufgewürfelt unten. Rest oben ist Waffenschaden. Einfach, dass wir auf sehr, sehr gute Werte kommen. Die Skills. Zweite Skill ist komplett egal, wie ihr möchtet.
Dadurch, dass wir die Feuerwand-Spezi haben, spielen wir natürlich, danke Ethan, spielen wir natürlich ja, mit dem Stürmerschild, was uns nochmal ein bisschen mehr Damage gibt. So, werfen wir mal hier in dem Bild mal einen Blick auf die Werte. Seht ihr hier, dass natürlich, ne, wir haben eine sehr hohe Crit-Chance, weil eine MP kommt schon mit Crit-Chance. Das heißt, ihr kommt hier schon relativ hoch. Die anderen Werte habt ihr ja gesehen, sodass ihr hier auch locker auf den Modifier Rache verzichten könnt. Und könnt dann hier einfach einen anderen nehmen. Rache ist halt nice, weil er euch passiv 50% Crit-Chance, der immer hin und her schaukelt, wie so wellenförmig. Das ist ganz cool. Da könnt ihr halt dann, ne, irgendetwas anderes nehmen, worauf ihr Bock habt. Könnt natürlich, wenn ihr nah am Gegner seid, hier Verantwortlichkeiten nehmen. Sehr, sehr cool, wie eine Mini-Glaskanone. Ihr verursacht 30% mehr Schaden an Feinden mit Rüstung in kurzer Reichweite. Ihr bekommt aber von Gegnern, die Rüstung haben, 15% mehr Schaden rein. Ist aber hier in dem Fall die bessere Wahl, ne? Weil sonst wäre der Modifier, wäre halt einfach verschenkt, der Platz. Die anderen Werte seht ihr hier. Wie gesagt, 144% Crit-Chance ohne den Buff von der Gegenfeuer. Damit kämen wir auf 344%. Ich weiß, irgendwann setzt der Diminishing Return ein. Dann gibt es pro mehr Schaden durch kritische Treffer. Hinten raus ein bisschen weniger raus. Aber das tut dem Bild keinen Abbruch. Das ist absolut nice so. Worauf wir aber hier besonders achten müssen, ist der Gefahrenschutz. Wir sind in dem Bild bei 100% Gefahrenschutz, was in vielen Situationen echt sehr, sehr cool ist. Absolut nice to have. Ne? Dadurch auch Widerstand gegen blutende Wunden bei 100%. Das heißt, die Gegenfeuer, der Debuff, der interessiert uns überhaupt nicht. So, jetzt möchte ich, bevor wir kurz mal runtergehen an den Schießstand, euch noch die andere Variante zeigen. Ich habe das Ganze ein bisschen, noch ein bisschen defensiver gemacht. Wenn ihr hier seht, ähnlich aufgebaut. Ne? Auch von den Items, die bleiben gleich, nur dass ich die Mods ein bisschen gewechselt habe. Seht ihr aber auch gleich nochmal. Hab die Armbrust-Spezialisierung gewählt, weil die gibt euch, hört ihr hier, hier nochmal extra 10% höherer Schutz vor Elite-Gegnern. Das sind die gelben Gegner, die rumlaufen. Was ganz nice ist, mit dem Gefahrenschutz und dem sehr guten Schaden habt ihr dann nochmal, da ich hier Mods drin habe, irgendwann kriege ich die 13er. Hier ein Schutz vor Elite-Mod, 12%. Dann hier nochmal einen drin, in der Maske, 12%. Und hier nochmal 12%. Sind 36 plus die 10 von der Überlebensspezialisierung. Da haben wir 46% Schutz vor Elite nochmal zusätzlich in dem Bild drauf. Ne? Ihr seht, durch die fehlenden Mods sind wir ein bisschen weniger bei Schaden. Durch kritische Treffer tut ihm keinen Abbruch. Wir sind trotzdem mit der Gegenfeuer bei 308,4 dann. Und gehen wir auf die Defensivwerte. Seht ihr hier, dass wir, ne, auch die 100% Gefahrenschutz haben, auch die 100% Widerstand gegen blutende Wunden und trotzdem die 46% Schutz vor Elite. Ziemlich coole Variante, wenn man da Bock drauf hat. Ne? Wie gesagt, nur so eine Option. Ansonsten finde ich, ist das eine sehr, sehr coole Variante. Wir wechseln mal auf die andere. Und dann gehen wir mal runter an den Schießstand. Und wie gesagt, das Gameplay, ich nehme es euch extra auf, ohne Modifier, sodass die Leute, die keinen Bock auf die Modifier haben, auch damit definitiv spielen können, wenn sie Bock drauf haben. Und hier das Ganze jetzt natürlich mit vom Modifier, damit ich euch zeige, es ist nochmal deutlich stärker mit Modifier. Ne? Die Modifier sind halt echt wirklich nicer Scheiß. So. Ihr seht hier, die Änderung, die sich ergeben hat bei der Gegenfeuer, im Gegensatz zu vorher, ist, dass sie die 100 Stacks deutlich schneller aufbaut. Wir sind jetzt schon bei 78. 99 und jetzt haben wir volle 100 Stacks. Ja, und ihr seht, was mit dem Schild hier möglich ist bei der Gegenfeuer. Sehr, sehr cooles Ding. Jetzt ist es tatsächlich weniger so zu einem Nischenbild geworden, als tatsächlich zu einer sehr guten Damage-Variante, die ihr nutzen könnt. Der Schaden ist absolut top. Ihr habt eine ziemlich gute Survivability. Nicht nur durchs Schild, auch durch den Gefahrenschutz. Und ja, könnt damit eine Menge Spaß haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt, Leute. Das war's von mir. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen. Lasst mir gerne ein Abo-Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.